Hey Leute, Retro Joe ist mal wieder am Start. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes. Und zwar hat der gute Bitbandit mich vor kurzem gefragt, ob ich Bock habe, bei so einer Community-Geschichte mitzumachen. Klar habe ich Bock, bei einer Community-Geschichte mitzumachen, gar keine Frage. Und das Thema ist Guilty Pleasure Games. Welche Spiele zocken wir gerne, obwohl die eigentlich nicht so gut sind oder vielleicht auch ein bisschen peinlich? Und ich für meinen Teil muss da ein bisschen weiter ausholen. Und zwar war ich, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, so 14, 15, als Street Fighter The Movie ins Kino kam. Und da ich ja riesen Street Fighter Fan war und Rob Van Damme und man natürlich Jean-Claude Van Damme auch ganz cool fand, musste ich den Film natürlich unbedingt sehen. Der war aber ab 16. Und ich bin da noch nicht reingekommen, das Kino wollte mich nicht reinlassen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass eine sehr nette Arbeitskollegin von meiner Mom, die ab und zu bei uns zu Gast war, einen sozialen Tag hatte und gesagt hatte, komm, wir gehen ins Kino, such den Film aus. Und dann ist die mit mir in Street Fighter The Movie gegangen, obwohl die da wahrscheinlich absolut überhaupt keinen Bock drauf hatte. Fand ich sehr, sehr anständig. Jetzt fand ich den Film als Kind richtig, richtig geil, weil man ja mit 14, wie die meisten anderen auch, eigentlich ein ziemlicher Idiot ist. Und weil ich den Film so geil fand, habe ich mir dann für die PlayStation auch Street Fighter The Movie The Game gekauft. Und das ist mein Guilty Pleasure. Und das spielen wir jetzt ein bisschen zusammen. Da ziehe ich erstmal meine Kopfhörer an, damit ich auch was vom Spiel höre. Ihr hört es ja die ganze Zeit. Ich habe es nicht an, also nicht auf laut, sonst wäre hier die Soundkulisse ein bisschen doof. Vor allem für die Post-Production hinterher. Und dann steigen wir gleich mal ins Spiel ein. Ich muss hier allerdings noch so ein bisschen meine Buttons konfigurieren. Ich habe nämlich so eine eigene Street Fighter Button-Geschichte. Ja, machen wir auf 3 Sterne erstmal. So, Light Punch, Middle Punch, Heavy Punch, Light Kick, Middle Kick, Heavy Kick. So sieht es nämlich aus, Freunde. Und dann gibt es nämlich etwas, was es in den meisten anderen Street Fighter-Spielen nicht gibt, nämlich den Movie Battle. Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht gebannt, weil hier Sachen aus dem Film gezeigt werden. The Arrival of N Peacekeeping Force in the War Torn Nation of Shadaloo. Temporarily put an end to the Civil War, but even as the AN Forces struggled for a foothold, General Bison launched an offensive and captured hundreds of hostages. Bison ist also der Böse, wer hätte das gedacht? Now loading. Ich spiele das Ganze auf dem Emulator. Ich habe Street Fighter The Movie für PlayStation nicht mehr. Aber das macht nichts. Und jetzt guckt euch das hier an. Ist es nicht. Ich fand das als Kind damals total geil, dass die hier die Special Effects, also die Move-Effekte aus dem tatsächlichen Street Fighter 2 genommen haben, wie man gerade hier an Bisons Psycho Crusher gesehen hat. Und ich krieg hier gar nichts hin. Suplex. Und die auf diese abfotografierten Sprites hier gemacht hat. Also Mortal Kombat sieht da deutlich besser aus, auch in der Super Nintendo-Version. Und ich verliere natürlich gleich gegen Bison. Kann mal gucken, gibt es hier überhaupt eine Move-Liste? Den Super von Gall, den kenne ich jetzt nicht. Ne, gibt's natürlich nicht. Muss ich mir ein bisschen konzentrieren, damit ich ihn nicht völlig ablose. Ich hab mich total nass gemacht, der Bastard. Ich glaube, der erste Fight ist aber auch dafür ausgelegt, dass man ihn verliert. Wenn ich mich ganz recht entsinne. Ja, Guilty Pleasure in dem Sinne, es ist natürlich. Das Gameplay ist Street Fighter, aber das hier ist mit Abstand das schlechteste Street Fighter, das es gibt. Ich erspare euch jetzt mal hier, euch den restlichen Scheiß hier vorzulesen und klick mich da mal so ein bisschen durch. We gonna kick Bison's ass so hard that bla bla bla. Kylie Minogue als Cammy. Und dann können wir sogar noch aussuchen, ob wir in die Stadt oder in den Hafen gehen wollen. Das da ist Balrog. Die haben sich in dem Film jetzt auch nicht so ganz an die Storyvorlage aus dem Spiel gehalten. Aber es hätte schlimmer sein können, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich mir den Film heute nochmal angucken kann. Ich glaube, den habe ich auch mit so 20 oder so das letzte Mal gesehen. Also es ist jetzt schon gute 17 Jahre her. Und ich glaube, dabei kann es auch bleiben. Sonic Boom! Also sie haben ja 1 zu 1 die Moves, die sie im richtigen Spiel auch haben. Und die Musik sind auch arrangierte Versionen der Original-Themes. Das ist eigentlich ganz geil.
Und die Moves sind auch einigermaßen dem nachempfunden, wie sie im richtigen Street Fighter aussehen. Also hier das Jumping Knee und so weiter. Der Uppercut. Das ist schon ganz cool so eigentlich. Und ich habe das Spiel hier damals total gefeiert, weil das halt für damalige Verhältnisse auch eigentlich ganz gut ausgesehen hat. Heute ist das natürlich, kannst du da keinen mehr hinterm Ofen mit vorlocken. Das ist ganz klar. Aber für damalige Verhältnisse war echt nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie der Super von Geil hier geht. Was ich in dem Film ein bisschen schade fand, ist, dass sie hier Geil als den Hauptcharakter hingestellt haben und nicht Ryu und Ken. Die sind ja hier eher so neben Kriegsschauplätze. In dein Gesicht, Bastard. Mit dem Knie in die Schnauze schicken wir Balrog hier zu Boden. Not bad. Listen, I'll tell you what I've heard. An arms smuggler named Sagat is having an underground martial arts tournament. You may learn something there. Chun-Li knows more, but she isn't going to give up any information without a fight. Ich wusste gar nicht, dass Balrog als Kameramann mal gearbeitet hat. Also ich kann mich an den Film auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich klicke mich hier einfach mal durch, ist ja auch egal. Das Spiel bietet übrigens relativ viele Charaktere, also so ziemlich alle, die in dem Film dabei sind. Das heißt, das komplette Roster, außer Dolzim, glaube ich. Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Und sogar einen Charakter, nämlich Sanada oder Sawada oder so, den gab es nicht im Spiel. Der war nur eine Nebenfigur aus dem Film. Ist schon echt cheesy, das Ganze hier. Aber hey, Street Fighter, ne? Sound geht in Ordnung, würde ich sagen. Die hätten ein paar mehr Animationsphasen hier in die Charaktere reinpacken können. Und die sehen halt so aus, als ob die total überbelichtet wären vor dem Hintergrund. Also da wäre sicher grafisch noch ein bisschen was drin gewesen. Aber so richtig mies ist es dann für ein PlayStation 1 Spiel auch wirklich nicht gealtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Haut er mir mit einem German Suplex eine rein. Die kriegst du wieder, du Sack. Flash Kick! Hör auf, mich hier mit deiner Kralle zu schlitzen. Vega. Vega ist der von den Boss-Charakteren, mit dem ich am seltensten überhaupt gespielt habe. Mit dem bin ich in keinem Street Fighter so richtig klargekommen. Weiß auch nicht warum. Na, jetzt ist aber gut hier. Da haben wir ihn doch platt gemacht. Was sind denn eure Guilty Pleasures? Das würde mich ja mal interessieren. Also Spiele, die entweder richtig mies sind, die euch aber trotzdem total Bock machen, oder aber wo ihr euch vielleicht sogar ein bisschen für schämt, dass ihr die überhaupt spielt. Ich bin auch mal gespannt, was meine YouTube-Kollegen hier so alles noch aus dem Hut zaubern. Unten in der Infobox findet ihr natürlich sämtliche Links zu den anderen Videos. Vielleicht gibt es sogar eine Playlist, das weiß ich jetzt gerade nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufzeichne. Aber da ist auf jeden Fall einiges am Start. Soweit ich weiß, ein Schroff gezockt ist mit dabei. Der Dennis von der Game Mansion hat einen Beitrag gemacht. Ich glaube, Spielewelten ist auch mit dabei. Der Bitbandit selbst natürlich. Ich meine, wenn ihr das hier in die Hand nimmt, dann macht er ja sicher auch mit. Backbreaker! Shoryuken! Hadouken! Sonic Boom! Ja, jetzt muss ich aufpassen. Na. Nein, nicht springen gegen Ryu und Ken. Blöde Idee. Da habe ich verloren. Aber egal. Lose! Also sie haben wirklich versucht, mit diesen fotorealistischen Grafiken hier Street Fighter 2 so nah wie möglich nachzuempfinden. Ihr seht, wie gesagt, vorhin schon mal, der Special-Effekt vom Sonic Boom ist derselbe wie in Street Fighter 2. Der Hadouken ist dasselbe Sprite wie in Super Street Fighter, nicht in Street Fighter 2, sondern in Super Street Fighter. Der ist etwas runder, macht aber nichts. Na, komm her, komm. Boom.
lang gemacht. You win. I win. Jean-Claude Van Damme. Shoryuken! Ja, ich liebe Street Fighter. Auch wenn das hier kein gutes Street Fighter ist, macht es mir trotzdem Spaß. Das hast du jetzt auch schon eine ganze Weile nicht gespielt. Kann mich aber daran erinnern, dass meine Kumpels damals, das Super Nintendo war da ja schon relativ außer Mode, als der Film hier kam. Da war ja echt PlayStation und N64 und so schon voll am Start. Und meine Kumpels damals haben mich echt ausgelacht, dass ich mir das Spiel gekauft habe. Zumal es, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch schon Street Fighter Alpha für die PlayStation gab, was natürlich deutlich besseres Spiel ist. Aber hey, Street Fighter, ne? Man kann in seinem Leben einfach nicht genug Street Fighter haben. Das ist eine ganz klare Sache. Alternative für ein Guilty Pleasure wäre noch gewesen Blood in the Sand mit 50 Cent für die 360. So ein Over-the-Shoulder-Action-Shooter, der so ziemlich von Gears of War geklaut ist. Da habe ich damals auch vor allem im Koop deutlich mehr Spaß mit gehabt, als ich hätte haben sollen. Zumal ich zu meiner Schande gestehen muss, mit Anfang, Mitte 20 war Gangster-Rap, fand ich eigentlich ganz cool. Heute nicht mehr. Und ja, da war 50 Cent war schon der Man. Weil ich eigentlich lieber deutschen Hip-Hop gehört habe. Aber das tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich hier von Zagat nicht auf die Schnauze hauen lasse. Tiger, nie! Das Einzige, was hier soundtechnisch gar nicht gut gelöst ist, sind so die Treffereffekte. Die hören sich alle ein bisschen schwach auf der Brust an. Das klingt nicht so BAM, sondern eher so... Round 2, fight. Guck mal da hinten hier. Bauchtanz-Ladies am Start. In die Fresse getreten. Ja, Sagat. Ich esse dich doch zum Frühstück, Junge. Sein Model hier ist auch längst nicht so beeindruckend wie die Pixel-Version von Sagat. Jetzt hat natürlich nicht jeder solche Brustmuskeln und so ein Bizeps hier. Muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Ah, scheiße. Voll reingesprungen. Was habe ich denn hier für einen Dreck? Ich habe eben noch den Grill sauber gemacht. Da habe ich noch ein bisschen Schmutz gerade am Ärmel, sehe ich gerade. Aber das Ganze ist hier natürlich live. Deswegen habe ich jetzt hier keinen Cut, um mir den Arm zu waschen. Hätte ich natürlich vorher machen sollen. Auch ich bin nicht unfehlbar. Vor allem ich bin nicht unfehlbar, sollte ich vielleicht lieber sagen. Ich weiß nicht, wie der Ultra Super von Geil geht. Zagat, du wirst mich ausgehen. Ich lass mich doch jetzt hier nicht von Zagat umbieten. Das geht doch nicht. Nein, du machst mich nicht mit Chip Damage platt. Mal kurz konzentrieren, ne? Na? Ah. War riskant. Der Sprung ist immer riskant gegen diese Shoryuken-Fraktion. Da wartet man ja quasi nur drauf, dass der Gegner vom Boden abhebt, damit man ihn mit dem Dragon Punch empfangen kann. Der quasi die Erfindung des Anti-Airs in Fighting Games, der Dragon Punch. Bla bla bla, das interessiert alles keinen. Wieso habe ich eigentlich den Story-Mode gespielt? Ich wollte euch das halt zeigen. Es gibt natürlich auch einen ganz normalen Arcade-Mode, es gibt sogar einen Trainings-Mode. Aber das spielt alles keine Rolle. Und hier das Time-Limit, das läuft immer weiter ab. Also nach jedem Fight fehlt hier ein bisschen mehr Zeit. Und dann müssen wir natürlich zusehen. Videosequenz. Das sind Originalszenen aus dem Film. Mit Kylie Minogue als Cammy und hier den Blauhelmen von der AN, nicht von der UN, sondern von der, weiß ich nicht, American Nation oder so. Hast du gesehen? Hat er eben auf den Helm gezimmert. Super. Naja, die tüchtigen Blauhelme.
Sind die nicht eigentlich eine Friedenstruppe? Und nicht hier, Kawabanga, los geht's. Er sieht ein bisschen aus wie The Rock in jungen Jahren. Das ist aber DJ. Ich frage mich gerade, ob ich während der Story hier überhaupt jemand anderen spiele als Colonel Guile. Oder wie ich ihn früher genannt habe, Guile, als ich noch nicht so gut Englisch konnte. Da hat man ja gelesen oder gesprochen, wie es geschrieben war. Gott, ich hasse DJ. DJ ist quasi mit den schwächeren Soundeffekten dafür verantwortlich, dass ich Street Fighter 2 Turbo besser finde als Super Street Fighter 2. Also die neuen Charaktere, die sie mit Super Street Fighter gebracht haben, die haben mich alle nicht wirklich überzeugt. Ich weiß, Cammy ist ein großer Favorite. Persönlich konnte mit der jetzt aber auch nicht viel anfangen. DJ finde ich ganz furchtbar. T-Hawk kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Und mit Fai Long. Ich würde Fai Long wirklich gerne mögen, aber ich bin einfach nicht gut mit Fai Long. Seine Moves liegen mir irgendwie nicht und deswegen finde ich ihn auch irgendwie nicht so geil. Und bei Street Fighter 2 Turbo klingen die Schlageffekte und Treffereffekte halt deutlich brachialer. Super Street Fighter klingt dann eher schon wie das hier. Das ist so ein bisschen schwach auf der Brust. Ich finde ja, das Trefferfeedback in Fighting Games macht einen großen Teil davon aus, wie viel Spaß das Ganze macht. Wird DJ mich jetzt hier ernsthaft platt machen? Wenn ja, war's das. Ich dachte mir nämlich, ich spiele mal so lange, bis ich hier K.O. bin. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange das Video schon läuft. Ich schätze mal so 15 Minuten. Die meisten von euch haben wahrscheinlich längst schon abgeschaltet, weil sie mein blödes Phase gar nicht ertragen wollen. Aber für alle, die noch dran sind, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen, meine Freunde. Hellsack. Das war's. DJ hat mich zu Boden geschickt. Das so viel zu meinem Guilty Pleasure, Leute. Wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren mal eine Info da, was eure Guilty Pleasure sind. Und wenn euch Street Fighter The Movie The Game gefällt, dann schaut's euch doch mal an. Ist allerdings im Original nicht ganz billig. Das war's von mir. Retro Joe out. Und bis zum nächsten Mal.